Herzlich willkommen zurück bei Drakensang. Wir sind wieder im Late Night Live LP. Ich will immer Late Night irgendwas sagen, aber es heißt ja Late Night Live LP. Zusammen mit der Community, die hier natürlich auch wieder am Start ist. Und wir sind mit unserer gar stattlichen Truppe hier unterwegs. Und zwar im Wald. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Blutbergewald. Blutberge ist ja nun nicht der Name für den Wald, oder? Aber ganz wichtig, wir haben hier ein Fass stehen. Rums, das geht nicht. Fässer können hier einfach nicht stehen bleiben, nicht in meinem Wald. Ja? Fässer haben hier nichts zu suchen, die fiesen Viecher. So, wir sind also wieder jetzt tatsächlich mit einer kleineren Pause endlich mal wieder unterwegs zusammen. Wir haben noch ein Wildschwein am Start, sehe ich gerade. Guckt euch diesen Eber an. Die gute Gwendala hat da ein Meisterwerk vollbracht. Lass das mal vor, Grimm machen. Wir haben einiges an Quests, wie ihr seht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder so ähnlich. Vielleicht auch 11 Fragezeichen, die hier rumstehen. Wir erinnern uns, wir werden von Viechern nicht mehr angegriffen, was eigentlich sehr gut ist. Ja, wir können hier uns etwas freier bewegen. Jetzt laufe ich genau in die Richtung, wo keine Fragezeichen sind. Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Also, wir müssen natürlich früher oder später irgendwie zu unseren Quests kommen. Aber wir können so ein bisschen Exploration betreiben und uns den Wald einfach mal so ein bisschen angucken. Denn früher oder später werden wir auf jeden Fall entweder an wunderschöne Lichtungen kommen, wie hier jetzt, oder aber wir werden irgendwelche tollen Sachen entdecken, die uns den Tag verschönen und versüßen werden. Ah! So, dann laufe ich jetzt einfach mal so Richtung, so ein bisschen, was haben wir denn hier? Also diese Bandit Ronqua. Also die Banditen können wir auf jeden Fall aufsuchen, denn da wissen wir schon, dass wir denen die Ohren langziehen können. Easy, ja? Da sind tatsächlich, was ist hier? Was ist hier los? Oh Gott, da sind Banditen, Tatsache. Tatsache, hier sind Banditen. Nun gut, dann werde ich erstmal Sarayana Ayorla machen und dann werde ich schön auf die Nase hauen. So, wir machen das hier mal richtig schön, so wie wir das kennen. Ja, mit Wuchtschlag und Umhauen. So, das sind 1, 2, 3, 4. Da liegt das schon. Ja, die Quetschnase. Die steht hier nicht mehr auf, das kann ich euch immer mal verraten hier. Die kann fast mal hier so einen Rundumschlag machen. Und die anderen zwei, die jetzt ja auch fertig sind, glaube ich, werden, da es so schön ist, einfach mal gemeinsam hier so ein bisschen Fulminictus Donnerkeilen. Ist das ein Verb im Drakensang-Universum? Fulminictus Donnerkeilen? Ich würde sagen, dass ja. So, ich glaube, ich hau noch mal jemanden um. Wumms. Der wusste nicht, wie ihm geschieht. Der Typ, ja. Der schwang seine Keule und hatte trotzdem eine Beule. Ich bin heute, was Reime angeht, ziemlich gut drauf. Ich bin gar nicht mehr up to date. Ja, das stimmt. Du hast Gwendala nicht mitbekommen wahrscheinlich, Senseless. Gwendala ist unsere unfassbar gute Elfenmagierin, die jetzt angegriffen wird. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht ich nehme die mit Sache in die Hand. Mir. Boah, was? Ich meine, das ist ja so lustig. Der hat halt aber gerade auf naiver Weißvollix draufgehauen. Mit voller Wucht. Dieses gestandene Banditenmannsbild, ja? Und naiver Weißvollix hat mit ihrem geheimen, Zyklopmaut, Gewand und dem Armatrutz, weil er halt einfach gar keinen Schaden bekommen. Läuft gut. Ich weiß auch nicht, was Gwendala gerade anguckt. Die scheint sich nach einem Bad in dieser, ich glaube, unser Eber ist weg, oder was? Dann zaubern wir mal einen neuen. Guck mal. Der geht einfach drauf. Oh, ihr guckt euch das an, ey. Die gute Naiva, die nimmt halt. Die teilt halt einfach aus, ja? Wenn sie nicht mehr zaubern kann, dann 10 Punkte mit ihrem Rapier. Und selbst kein einziges.
kein einziges Schrammel. Nicht mein Modelantlitz, sagt sie. Nicht meines. Ja, so. Wir haben die Banditen besiegt. Heller. Verbände. Bände sind auch nicht schlecht. Wir bräuchten auch nochmal ein bisschen Einbeerensäfte tatsächlich. Da haben wir fast gar nichts mehr von. Ein Kanüppel! Den Kanüppel lasse ich mal schön liegen. Den will ich nicht. Hier noch Schlingfallen. Schlingfallen. Als ob wir uns mit sowas abgeben würden. So. Aber schön ist dieser Wald. Selbst die Flora und Fauna vermag nicht uns aufzuhalten. Schreiten wir weiter durch diesen lichten Unterbau an hübschen Pixel-Tannen. Ach, von hier oben hat man bestimmt eine bessere Aussicht. Was ist denn da? Sind das schon wieder die Zelte von den... Oh, was ist das denn? Ihr da! Helft uns hinter Götternamen! Diese Geisterkreaturen greifen uns an! Es sieht so aus, als würden die Hexen sich nicht einfach mit kleinem Schabernack zufrieden geben! Die Patrioten! Ich wollte gerade Patrioten schon wieder sagen. Die Prioten sind in arger Bedrängnis! Wollt ihr nicht Berndricht und seinen Männern helfen oder auf Seite der Schatten kämpfen? Wieso ist denn das in eckigen Klammern eigentlich? Wollt ihr Berndricht und seinen Männern helfen oder auf Seite der Schatten kämpfen? Die Prioten helfen, die Prioten angreifen. Ich greife die Prioten an! Die Prioten sind überhaupt nicht mein Ding, ja? Wir helfen den Geisterbären, das ist ja wohl mal klar. Hör mal hier, Captain Iglo und seine Kumpels, die brauchen Hilfe. Da sind wir sofort unterwegs, hör mal. So, zunächst wird erstmal der hier umgehauen. Die haben auch so spanische Eroberer, Conquistadore-Helme. Die sind einfach, das sind keine guten Menschen. So, ich gebe den, glaube ich, mal direkt Plumbumbarum. Und was haben wir noch? Blitzdichtfind. Wie wäre es mit Blitzdichtfind? Natürlich, wir sind auf Seite. Oh, der hat 30 Schaden gemacht. What? Kann ich mal ein bisschen näher ans Kampfgeschehen vielleicht ran? Das wäre total nett. Guck mal, der liegt. Der liegt. Ich nehme die Sache in die Hand. So. Meine Rache. Ich glaube, das ist auch schon der fieseste von allen. Dann werden wir hier mal... Der hat jetzt einen Blitzdichtfind, der ist umgeworfen und der hat einen Plumbumbarum für 28 Sekunden. Der Plumbumbarum ist einfach viel angenehmer, muss man ja sagen. Bannstrahler. Ihr guckt euch diese wunderschönen weißen Beeren an. So. Also gut. Warte mal, wen haben wir jetzt? Der Typ, der auf dem Boden liegt, den greift ihr an, ne? Das ist schon gut. Ich will jetzt nicht die Bären angreifen. Kann ich die Bären eigentlich überhaupt angreifen? Nee, kann ich nicht angreifen. Das ist gut. Das ist gut. So. Mein Wildschwein ist auch unterwegs. So, der ist eher fast schon down. Der hier macht extrem viel Schaden, hat aber nur noch 7 Lebensenergie. Das sollte hinzukriegen sein. Ulana und der gute Forim, die machen das jetzt. Oh, oh, oh. Ah, abgewehrt, du Vogel. Ha, wir hatten jetzt 24 bekommen. Einer der Bären wahrscheinlich. Jetzt mach den mal weg hier. Ja, Wollinger. Genau so. Jetzt wird der erst nochmal runtergezogen. Jetzt kommt hier der nächste Plumbumbarum. Auf ihn hier. Der hat nämlich noch keinen. Der hat nämlich nur ein... So, und hier. Was haben wir denn hier noch? Was mit dem... Ach, der ist auch schon weg. Jawoll! Es leben die weißen Bären! Meint ihr? Meint ihr? Die weißen Bären, meint ihr? Mal gucken, was die so dabei haben. 5 Dukaten! Ich höre ein Schiff, das wir demnächst kaufen können. Wird das schön. Ich glaube, das ist einfach viel lukrativer, wenn man gegen die Prioten kämpft, als gegen irgendwelche anderen. Bei den Bären hätten wir jetzt ein paar Tatzen bekommen. Oh Gott. Notbenetzung.
Und jetzt haben wir richtig Kohle eingesammelt. Super. Entschuldigung, für die Leute bei YouTube. Ich bin auch so ein bisschen erkältet. Und hier so viel zu sprechen, das schadet natürlich nicht. Schadet natürlich so ein bisschen meiner Stimme. Deshalb werde ich früher oder später eventuell hier oder dort mal eine Notbenetzung durchführen, wie ich ja schon gesagt hatte. So. Prioten am Boden. Tag gerettet. So, Pansatre ist inzwischen auch da. Jetzt können wir auch anfangen. So, sie wollte ich ja noch mal irgendwann zur Bogenschützin machen, wenn wir irgendwo mal wieder einen Bogen herbekommen. Noch ist dem nicht so. Noch ist Gwendala reine Magierin. Wir brauchen kein Messer. Was haben wir hier noch? Rostige Nägel und Nüsse. Auch wenn Gwendala gut mit Nüssen umgehen kann, so sind sie doch momentan nicht von Interesse. Haben wir denn jetzt hier irgendwas gefunden, was ein... Meint ihr? Eine Quest gewesen ist? Scheint ja nicht so. Der Plumbumbarum ist auf jeden Fall sehr gut, den werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Der gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, ich schaue mir jetzt mal ganz kurz das Kärtchen an. Wir sind doch relativ nahe beim Bandit Ronqua. Das heißt also, das sollten wir vielleicht kurz so machen. Den Flusslauf hier, dem Flusslauf einfach ein wenig folgen. Und dann in das Banditenlager ein... ja, nee, hier geht's anscheinend nicht lang. Das Banditenlager Ronqua muss man anscheinend von anderer Seite irgendwie... Wir lassen es mal hier hochlaufen, vielleicht kommen wir ja da weiter. Das Fragezeichen würde ich auch mitnehmen. Siehste mal, wieder eine Community-gefällige Entscheidung gefällt. Vielleicht müssen wir hier einmal um den Hügel rumlaufen. Das sieht ja bedrohlich aus hier oben. So. Ich mag das ja viel lieber. Wir sind jetzt mit Natur... Moment mal, wieso greifen uns die Wölfe an? Achso, nee, die hat aber gesagt, nicht alle Viecher werden uns wohlgesonnen sein. Aber wir haben doch hier Sanftmut. Da können wir doch einen der Wölfe irgendwie mal schön damit... Wie sieht das eigentlich aus? Du musst mal hier den hier machen. So. Mal gucken, ob Sanftmut, ob sie das hinkriegt. Ah, die sind aber auch nicht so wahnsinnig schwierig jetzt. Hat sie das eigentlich jetzt hingekriegt? Ja, das ist der Wolf hier. Der ist sanftmütig jetzt. Der guckt in die Ferne und kümmert sich überhaupt nicht um das, was mit seiner Familie passiert. Gerade mit seinem Wolfsrudel. Oh, interessiert mich nicht. Ich hau ab. Nice. Ich versuche mein Bestes. Das ist ja lustig. Na, Wolfi? Wolfi, was ist los mit dir? Nö, interessiert mich nicht. So, jetzt, ich wollte ja schon immer mal gucken, ob man einen Wolf umwerfen kann. Hier, mach doch mal. Ah, nee, kann man nicht. Na gut, dann müssen wir den doch irgendwie normal angreifen. Können wir jetzt auch nicht? Na gut. Ich dachte, wir könnten den dann trotzdem angreifen und dann verliert er die Sanftmut wieder. Aber das scheint nicht so zu sein. Nun gut, dann werden wir diesen fast versteckten Pfad beschreiten, um weiter zu Ronqua zu kommen. Und hier ist natürlich dann direkt das nächste Wolfsrudel. Das lasse ich jetzt einfach mal, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so. Gib hier nochmal einen Armatrutz dran. So. Und die kriegen das schon hin. Die kriegen das hin. Ich werde jetzt aber trotzdem mal mit Naive auch nochmal dran laufen. Und selbst Gwendala haut man mit ihrem Magierstecken auf den Wolf drauf. Böser Köter. Geh nach Hause, böser Köter. Das ist ein gemeiner Pazifistenwolf. Ja, das könnte sein. Ich versuche mein Bestes. Sehr schön. So, ist eigentlich Ronqua der, den wir schon besiegt haben? Oder müssen wir den noch besiegen? Also kriegen wir jetzt gleich ordentlich eine Tracht Prügel oder
Sag mal, wie viele Wölfe sind hier? Ach, das sind ja gar keine Wölfe. Oh Gott, das sind Wildschweine, die sind viel gefährlicher. Da muss man richtig aufpassen bei denen. Meine Rache. So, dann mache ich mal ein hier und ein hier. Hier setzen wir jetzt mal schön Eber gegen Eber in die Manege. Aber unser Eber wird hoffentlich bestehen bleiben. Wenn wir jetzt gleich Obelix noch irgendwo finden, dann sind wir dicke Freunde mit ihm. Nein, lass mein Eber leben. Kann ich ihn da nicht heilen? Mal gucken. Oh! Ja, der hat ein bisschen das Leben wiederbekommen. Kann ich den auch verbinden? Das muss ich mal gucken. Ja, ich kann mein Eber, mein angezaubertes Wesen, das... Sie hat ihn zu Tode geheilt! Das sah ja geil aus. Oh, schön. Rulada verpasst dem Wildschwein eine Mullbinde. Quiek, tot umgefallen. Sehr nice. So. Ich glaube, wir müssen noch mal so hier noch mal 9 Eber. Egal. Wir lassen den einen Eber zurück und haben sofort wieder 9. Wir sind ja nicht so wählerisch. So. Wir nähern uns einem Räuberlager. Und werden wir gucken. Bewaffnete Männer. Alle bis an die Zähne bewaffnet und trotzdem stinken ihre Hosen nach Urin, denn hier kommt ein Zwerg mit seinem Eber. Was haben wir denn da, Schickes? Siehst weder aus wie einer von Humberts Versagern, noch bist du einer der Schwächlinge vom Gutshof. Bist auch kein Sonnenanbeter. Vielleicht bist du ja für etwas zu gebrauchen. Ja, du anscheinend für Grammatik nicht. Wofür willst du mich denn gebrauchen, Hörnerschädel? Oder wer bist du denn, Prinz Strohkopf? Oder Humbert? Wer ist denn Humbert und ein anderer? Na, vielleicht lebt wohl. Nee, ich werde mal das Erste hier fragen. Wofür willst du mich denn brauchen, du Hörnerschädel? Na, wir könnten uns zusammen den ganzen Wald hier unter den Nagel reißen, Schätzchen. Deine Hände und mein Kopf. Wie sieht's aus? Interessiert? Wie stellst du dir das vor? Los, ohne Umschweife. Ohne Umschweife. Ist ganz einfach. Der Räuber Humbert und seine Spießgesellen haben sich nordöstlich von hier verschanzt. Erledige die ganze Bande für mich, dann gehört der Wald endlich mir. Du sollst natürlich nicht leer ausgehen, Mädel. Ich bezahl dich in klingenden Dukaten oder geb dir was von unserer Beute ab. Na, wie sieht's aus? Bist du Drache oder Maus? Für Gold tue ich fast alles, sagte Naiva Weiß von nichts und entledigte sich ihrer Kleidung. Achso, also gut, ich werde Humbert für dich erledigen, oder? Mhm, ich glaube, ich töte einfach dich und hol mir bei Humbert meine Belohnung ab. Oder danke, kein Interesse, ich habe Wichtigeres zu tun, als hier Räuber fangen zu spielen. Ich bin ja fast so, ich sage jetzt mal, ich hätte es ja ganz gerne, dass ich beide Räuberbanden erledige, ja? Den ganzen Wald für die Hexen. So, sollen wir den erledigen oder sollen wir Humbert erledigen? Töten! Nee, du bist ja frech. Los, Jungs, lasst uns diesem Grünspan eine Lektion erteilen. So. Na gut, ihr habt's ja nicht anders gewollt, ihr Räuberpack. Dann, ich muss ja erstmal ganz kurz gucken, was hat der hier? 120 Lebensenergie, was hat der? 45. Dann würde ich mal, sollen wir zuerst auf den gehen oder erst, nee, ich glaube, ich gehe zuerst auf seine Spießgesellen. Bei meiner Alle mal hergehört.
Während ich mit denen hier schon mal Plumbumbarums verteile. Und... So, so sieht man etwas besser. ihn hier auch nochmal. Und was ist mit Armatrutz? Ah ne, ich glaube, du musst dir erstmal einen Armatrutz holen. Und du müsstest dir eigentlich auch einen Armatrutz holen, aber das machst du dann danach. Und du machst es genau andersrum. Du wirst nämlich erst einen Armatrutz holen und danach auf ihn drauf gehen. So, na dann. Freudiges Schlachten, würde ich sagen. Lass doch mal Vorgrim machen. So, da liegt schon wieder einer. Seht mal an. Ach, Rulana liegt. What? Da lag doch tatsächlich Rulana. Ein Zwerg, ein Wort. So, dann muss ich hier wohl mal doch mal ganz kurz so austeilen. Ja. Die Plumbumbarums, die kommen jetzt gleich. Rulana ist tatsächlich für 3 Sekunden einfach mal umgeworfen worden. Von dem Dicken hier, von dem Bandit Ronqua. Der hat auch irgendwas. Bei meiner Axt. Was hat der denn hier? Der hat ein Plumbumbarum jetzt. Okay. Mein Atem geht ruhig. So, dann machen wir mal hier den da drauf. Und mit ihr zaubern wir den nächsten Plumbumbarum auf einen der anderen Räuber. So zum Beispiel. So. Meinem Wildschwein geht's übrigens nicht gut. So. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken. Wir wollen ja eigentlich zunächst erstmal hier den fertig machen. Deshalb werde ich mich jetzt auch auf den konzentrieren. 10. Einer weniger gleich. So, komm, ein Angriff. Einer weniger. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich auf den nächsten. Und das wäre dann der hier. Solange der hier noch den Plumbumbarum hat, ist der uns nicht so wirklich gefährlich. So, seht ihr? Da geht's doch schon. Ich glaube, ich muss tatsächlich mal ganz dringend meine Heilerfähigkeiten unter Beweis stellen und Rulana mal einen kleinen Heilungsprozess anberaumen lassen. So, der nächste ist down. Haben wir hier noch irgendwas? So, die zwei, ich weiß nicht, wie stark die sind. Ich würde jetzt tatsächlich die Strategie fahren, erstmal. Und ich gehe jetzt auch mit Naiva direkt in den Kampf. So, Rulana hat wieder ein bisschen mehr. Da ist schon wieder einer. Ich meine, Naiva geht halt einfach in einen Kampf hinein. Und links und rechts splittern die Gegner auseinander, ja? So ungefähr ist das mit Naiva. Da ist ja, da bleibt ja kein Auge trocken gerade. Alle mal hergehört. Wer hätte das gedacht? Unsere Kampfmagierin. So, den hauen wir jetzt auch nochmal um. Und du bleibst dann mal hier und machst dann nochmal so einen drauf. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, Naiva sammelt erstmal von den Toten auf. So. Ich glaube, jetzt hat Vorim so ein bisschen was abbekommen. So, aber jetzt... Oh, da ist noch ein Handlanger. Den macht Naiva alleine. Naiva sorgt alleine für Recht und Ordnung. Und wir anderen beschäftigen uns mit ihm. Er braucht auf jeden Fall dringend... Oh, warte mal. Naiva hat aber wieder genug für einen Plumbumbarum. Ich glaube, der ist dringend notwendig. Gleich ist nämlich Vorim am Boden. So, sehr gut. Der Plumbumbarum ist tatsächlich angewendet worden. Und was haben wir jetzt hier? Da haben wir den Plumbumbarum drauf. Und jetzt geht Naiva. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Sie geht mit ihrem Schwert, mit ihrem Rapier mal schön auf ihn drauf. Was macht der denn jetzt? LOL! Der hat doch ein Plumbumbarum. Wieso lauft denn jetzt der verdammte Vorgrim eigentlich zu dem anderen hin? Macht überhaupt keinen Sinn. So. Ein Zwerg, ein Der Dicke, der ist ja jetzt schon unangenehm, ne?
Kriegen wir das hin, dass wir mit Rolana einmal ganz kurz während dem Kampf tatsächlich hier... Der muss schon wieder einen Blitzdichtwind bekommen. So, Rolana versucht gerade naiverweise von nichts zu heilen. So, naiverweise von nichts hat gerade 3 Schaden gemacht immerhin und wird jetzt mal auf sich selbst nochmal was draufsetzen. Oh, shit. Zauberspruch, Balsam. Oh nein! Wieso kämpfen die immer gegen den verdammten Typen hier? Das ist ja total nervig. Die gehen immer alleine auf den drauf. So. Sanftmut dafür. Ich glaube, ich muss hier einfach ein bisschen warten, bis Gwendala wieder so ein bisschen Lebensenergie hat. Sag ich denn Lebensenergie? Mana hat. Oh Gott, ich glaube, Fogrim liegt down. Ihr liegt im Sterben. Wir haben kein Fogrim mehr. Das ist natürlich unangenehm. Wie steht denn eigentlich überhaupt hier 74 von 120? Ah, Rolana schafft das ganz gut hier auszuhalten. Machen wir nochmal einen starken Angriff. Vielleicht können wir ihm auch eine Seife zwischen die Füße werfen. Aber was? Wieso macht eigentlich Rolana überhaupt gar keinen Schaden an dem? Aber immerhin hat der, ist der jetzt mal verwundet. Das ist ja schon mal ganz gut. So, ich hätte gern nochmal wieder ein Plumbumbarum. Er kostet 7. Wie viel habe ich jetzt? 6. Ich müsste noch eine Runde abwarten. Ey, Rolana macht überhaupt gar keinen Schaden. Was ist denn da los? Haben wir denn noch irgendwo eigentlich ein kleines Tränklein? Ich mach das schon. Oder haben wir ja tatsächlich alle verbraucht? Wir hätten Parfum. Amazone voraus. Ich glaube tatsächlich, wir haben überhaupt nichts mehr. Und Rolana muss jetzt echt aufpassen. Ja. Wir haben hier keine Heilung, hier keine Heilung. Keine Tatze. Das ist hart. Oh, da haben wir aber gerade mal 18 gemacht. Das ist ja nicht schlecht gewesen jetzt. Ich mache jetzt hier auch einen Befreiungsschlag. Und kriegen die jetzt vielleicht endlich mal einen... Ah, die hat doch jetzt Astralenergie. Wieso? Ach, der kostet 17. Lol. Oh oh. Ich glaube, das war jetzt Rolana. Der ist da gerade komisch hin und her geglitscht. Der cheatet doch, der Typ. Es ist so geil. Ich meine, die gute Naiva macht halt einfach mal 10 Schaden und eher 3. Aber das wird natürlich so nicht bleiben. Wir müssen jetzt echt ein bisschen gucken, dass wir Oh, Gott sei Dank. 0. So, Gwendala. Du brauchst echt ein wenig mehr Möglichkeiten, deine Astralenergie wiederherzustellen. Wir haben noch unseren Armatrutz. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht sollten wir noch kurz ein Falluvio auf uns draufsetzen. Auf naiver Weise von nichts. Das könnte sich lohnen. So. Jawohl. Das hat geklappt. Jetzt trifft er hoffentlich überhaupt gar nicht mehr. Und hat er noch... Der hat keinen Plumbumbaro mehr. Der kriegt ihn jetzt nochmal. Und wenn wir dann noch genug haben... Naiva schnetzelt den halt einfach mal weg, liebe Leute. So sieht's aus. Jawoll! Naiva macht sie halt alle.